Man wächst irgendwie generell als Frau in der Weinwelt auf als Tochter eines Winzers oder als Schwester eines Winzers oder als Frau eines Winzers. Und das hat mich irgendwie total gestört. Ich bin im Weingut groß geworden. Ich bin so in Gummistiefeln durch meine Kindheit gestapft und habe dann aber für mich gemerkt, dass ich erstmal weg will. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen ruhiger und leiser geworden als jetzt noch vor ein paar Wochen. Und deshalb habe ich Kommunikationsdesign studiert und war erstmal in vielen Städten so halb zu Hause, aber auch nirgends so richtig und nie so wirklich angekommen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich will zurück zum Wein. Bei mir ist es schon so, dass ich extrem Lust habe, Winzerin zu sein und in dem Beruf zu sein, weil es was ist, womit ich aufgewachsen bin, was so ein Familiending ist. Ich fühle mich extrem verbunden meiner Familie und der Heimat und der Region hier, aber eben auch dem Land, also den Weinbergen und der Natur. Es ist ein unglaubliches Geschenk, damit irgendwie aufzuwachsen und das als Basis zu haben. Tatsächlich war es bei mir in der Familie immer so, dass es komplett offen war, wer von uns Kindern den Betrieb übernehmen möchte und ob überhaupt jemand das weiterführen möchte. Ich glaube, das ist extrem wichtig gewesen, weil es was ist, wofür wir uns entschieden haben. Es waren vor mir 5 Generationen und es waren immer die Männer, die das weitergeführt haben. Und mein Bruder Karl und ich sind jetzt die 6. Generation. Und es ist das erste Mal, dass wir eben das einmal als Geschwister gemeinsam machen wollen, aber dass wir eben auch jetzt Mann und Frau sind. Das gab es vorher nicht. Aber dieses krass Bananige, was ich am Anfang hatte, ist nicht mehr so da. Also ich finde es gut. Mhm. So zum schönen Weich. Ja. Mir wurden schon sehr viele Vorurteile entgegengebracht. Und man wächst irgendwie generell als Frau in der Weinwelt auf als Tochter eines Winzers oder als Schwester eines Winzers oder als Frau eines Winzers. Und das hat mich irgendwie total gestört. Es gibt einmal im Jahr so eine Jungweinprobe mit den Kolleginnen und Kollegen im Dorf. Und dann habe ich ausgeschenkt und es war eben auch jemand dabei von der Weinbauschule. Und er hat direkt gesagt so: Was ist das denn für eine Farbe? Und dann hat er so reingerochen und hat sich dann so zu meinem Vater rübergelehnt und hat aber dann sehr laut geflüstert. Das passiert, wenn die Winzertochter zurückkommt, nichts gelernt hat und denkt, sie könnte Wein machen. Und es hat mich halt so krass verletzt, weil ich dachte, du hast noch nicht mal probiert. Du hast noch nicht mal gehört, was die Idee dahinter ist oder die Geschichte dahinter ist. Du hast es gesehen und du wusstest schon vorher, was du darüber denkst. Und dann bin ich raus und habe sofort angefangen zu weinen. Weil ich halt so überfordert war mit dieser Situation, weil es irgendwie jemand war, der wichtig ist, hier in der Region, in der Weinwelt, der jetzt gerade vor allen Winzerkollegen mich komplett zerlegt hat. So ohne der Sache eine Chance zu geben. Und das fand ich halt traurig. Situationen, in denen mir so eine Vorurteilsablehnung entgegengebracht wird, haben eigentlich nur bezweckt, dass ich gedacht habe, ich mache hier gerade das Richtige. Ich habe so viel von anderen Menschen gelernt und das ist total geschlechterunabhängig. Deswegen habe ich viel von Kolleginnen und Kollegen gelernt, aber in erster Linie habe ich einfach extrem viel von meiner Familie gelernt. Also von meinem Vater, von meinem Bruder, von meiner Mutter, von meinen Großeltern. Da
da gibt es eine Geschichte, die für mich auch extrem wichtig ist. Meine Tante Iris, die hat damals zu meinem Opa gesagt, dass sie eben in der Weinwelt arbeiten möchte. Und die sind dann zusammen zur Weinbauschule gefahren, um zu fragen, welchen Weg sie denn gehen könnte und was sie so in der Weinwelt machen könnte. Weil es war klar, dass mein Vater den Betrieb übernehmen wird. Und dann hat man ihr dort gesagt, dass sie dann am besten einen Winzer heiraten sollte. So, das war der Vorschlag. Aber aus dieser Ausgangssituation raus zu sagen, so, nee, das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist nicht, jemanden zu heiraten, der was mit Wein macht. So, ich will was mit Wein machen. Sie hat sich dann entschieden zu studieren und war jetzt die ganze Zeit Lehrerin an der Weinbauschule, an der ihr das gesagt wurde. Und das hat mir eben immer gezeigt, dass es möglich ist, als Frau auch schon in der Generation extrem anerkannt zu werden, wenn man eben seinen Weg geht. Deswegen ist es für mich auch wichtig zu sagen, dass es heutzutage schon eine ganz, ganz andere Welt ist. Diese Art von Männerdomäne, wie sie es mal war, ist schon extrem aufgerüttelt von Generationen vor mir.